So. Und jetzt schwimmen wieder alles. Also lass uns loslegen. Der Weg raus. Der Weg zum Bosskampf. Der Weg an Check vorbei. Alles oder nichts. Soll eine kurze Chat öffnen, dass ich mitlesen kann. Und die Einstellungen passen. Heilung sieht schlecht aus, mit dem anderen Zeug gut. Da unten schon der Bosskampf wartet, werde ich da jetzt noch nicht hingehen, sondern erstmal hier ein bisschen umschauen. Nach irgendwas, nach allem, was uns helfen kann. Ja, das ist draußen, das hilft mir nicht. Oben ist einiges an Zeug, wie ich sehe. Kraut, perfekt. Nehme ich natürlich mit, wenn es schon angezeigt wird. Warte, ist es für einen Flammenwerfer? Holy moly. Das wird lustig. Okay, hier können wir nicht rein, also noch nicht. Kraut. Da draußen ist noch was. Und oben uns natürlich in ein Zimmer, wo wir noch nicht rein können, weil abgesperrt ist. Und außerhalb von uns. Und eine Kleinigkeit ist halt unter uns, zu der wir halt. Also wir können dahin, aber. Einfach gesagt, was geht an? Das stellen wir rein. Heilung natürlich behalten. Hier will ich mir gleich eine Heilung machen. Pump-Munition bleibt sowieso bei mir.
Und recht viel mehr kann ich mich eigentlich nicht mehr vorbereiten. Dann speichere ich es ganz kurz, dass ich das schon abgeklappert habe. Nein, nicht neue Datei. Bin ich doof? Nicht neue Datei speichern, es soll auf die andere Datei speichern. Komm schon. Egal. Kann ich wenigstens noch was ummachen. Lass ich jetzt so. Bleibt so, ist so. Dann geht's halt zum Boss. Geht's zum Jackie. Immer diese engen Gänge in den Häusern. Falsch abgebogen. Hier müsste es richtig sein. Warte, war hier noch mal was? Immer schön sicher gehen. Ich habe jetzt keine Lust, unvorbereitet darauf zu, oder da reinzugehen. Habe ich ein zweites Graudi? Ja, ich kann mir noch eine Heilung herstellen, was sehr gut wäre. Weil auch wenn ich jetzt gerade wenig Munition habe, wäre ich, glaube ich, Heilung ein bisschen besser. Und los geht's. Autsch. Du kommst hier nicht raus. Bist du dir sicher? Merkt. Fuck. Wo ist er? What the fuck? Warte doch mal kurz. Alter, ich hab geblockt. Autsch. Oh,
Autsch. So, du stirbst. Das ist so, du stirbst gegen den Boss. Und das professionell. Aber willkommen, Kaito. Willkommen. Willkommen zu der professionellen Abschlachtung, die ich nicht gewachsen bin. Vielleicht sollte ich öfters schießen, als nur mit der Kettensäge zu machen, aber... Kann das nicht sein. Ich bin nicht Chains... Oder warte, ich bin Jack, er ist Jack. Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich Chainsaw Man. Ich bin mein eigener Anime-Charakter. Und los geht's. Warte, ich habe vergessen, eine Medizin herzustellen. Nice Move. Gefällt mir aber jetzt nicht so. Moin Soma. Meinst du gerade, wer ist der Boss oder wer ist der gerade redet? Du bringst mich um und ich komm sofort zurück. Hab ich gemerkt. Verpiss dich. Alles wird gut. Immer schön auf deine Manieren achten. Alter, ich bin so froh, dass ich eine Pumpgun habe. Ich sag's dir, ihr beide. Achso, ja, wir beide. Der mich da gerade jagt, ist Jack und ich bin Jack. Gib's ihm, komm schon! Fuck! Friss Pumpgun! Ist gesund! Fuck! Na komm schon! Drück den weg! Autsch! Nein, Papa! Ja.
Und so schön stirbt man einer Insta-Kill-Attacke. Und das so knapp vom Sieg. Mann, 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 Mann. Zum Glück habe ich noch kurz vor das Haus durchsucht, dass ich wenigstens mehr Heilung habe. Check Ethan, lass doch nicht den Kopf. Ja gut. Ich glaube, Jack Baker hat da andere Pläne, als den Kopf hängen zu lassen. Der macht ihn nämlich komplett ab. Mir auch schon aufgefangen. Lass mich weg! Du denkst, du kannst mir wehtun? Fuck. Komm schon, bitte Pumpkin-Munition. War das keine Pumpkin-Munition? Das ist nicht gut. Yep, jetzt geht's los, Opa. Block doch! Nicht so zuschlagen! Au, fuck! Komm schon, das muss es jetzt sein. Ah! Komm schon! Endlich ist er tot. Noch was zu heilen. Wie viel Heilung habe ich? 3 kann ich 1 benutzen. Geteilte Heilung ist immer die beste Heilung. Hm.
Man sieht wirklich, wie er zerfällt. Hauptsache, er bleibt tot. Hier habe ich nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal aus dem Raum raus. Ich jetzt oder er? Wer von uns ist der Mörder? Der den Mörder tötet oder der mordet? Und die Kettensäge ist am Arsch. Wieso soll ich ein Mörder sein? Warte. Entweder ich habe gerade was übersehen oder... Das ist erst für einen späteren Verlauf des Games. Ja, das ist für einen späteren Verlauf des Games, dass ich wieder hierher zurück darf. Wieso schon, Soma? Das nennt sich Selbstverteidigung. Naja, Mord ist ja immer noch Mord. Ja, aber würdest du dich jetzt umbringen lassen, nur damit jemand anderen dich morden kann? Oder würdest du dich verteidigen? Was ist das Ding? Hast du gerade gesungen? Ja, natürlich, Soma, dein Leben ist dir egal. Man merkt schon. Ich habe den letzten Hundekopf, den anderen habe ich schon eingesetzt. Das halte ich lieben gerne bei mir. Schade, dass ich das nicht mehr entladen kann. Nein, nicht neu gespeicherte Daten. Nein, nein, nein. Wir nehmen schön den alten Speicherplatz wieder. Töte sie. Ich soll die Oma töten. Nee, geht nicht. Ich kann nicht auf sie zielen. Schießen kann ich auch nicht. Nice! Super. Jetzt habe ich umsonst Heilung verschwendet. Warte. Option. Ich gehe jetzt kurz zum Hauptmenü zurück und gehe wieder zum Speicherpunkt rein, weil... Einfach der Anime pickt der Armor. Und auf Fortsetzen, weil... Ich sag's wie es ist. Ich habe definitiv keine Lust, etwas zu verschwenden, was ich nicht verschwenden hätte sollen oder müssen. Der Weg raus ist einer der vernünftigsten Wege, die man nehmen kann. Egal ob, wie, was oder wo. Hauptsache raus. Also, jetzt hätten wir den Hausteil geschafft. Jetzt geht's zur Mutti. Wie... der Name des Titels schon, oder sagen wir mal, die Live-Benachrichtigung sagt, klingt nach einem Ausgang. Ja, es gibt sogar mehrere Ausgänge.
Aber Hauptsache, dieser Typ ist weg. Muss ich mich um keine Gedanken mehr um den machen. Also hier brauche ich einen Dietrich, ist klar. Heilung habe ich meine 2. So, die Omi lassen wir schön da. Jedes Mal, wenn ich weggehe, sinkt die, ist klar. Nein, nicht das. Also muss es gehen. Krass, noch ein. Ja, das Ding ist, das hier ist eine andere Schrott. Eine normale Schrottflinte. Und was ich jetzt habe in der Hand, ist eine defekte Schrottflinte. Weil ich weiß, was ich mich noch erinnern kann von dem letzten Mal, wo ich gespielt habe. Also, man kann immer nur eine haben. Später im Verlauf des Games kannst du beide haben. Nur, jetzt kann ich mir eine der OP-sten Waffen im gesamten Game holen. Wenn ich mich noch daran erinnere. Hier habe ich eine blaue Chemikalie. Ist es das schon? Okay, da bin ich, glaube ich, zu falsch. Hat hier irgendwer gerade was verschoben? Oha! Der Schlumpfsaft! Blaues Kraut. Hier ist es. Reparaturwerkzeug und somit machen wir, weißt du, wenn wir das kombinieren. Mit der Schrottflinte haben wir jetzt die OP-ste Schrottflinte, die es in dem Game gibt. Leider habe ich fast keinen Schuss, weil die meiste in der anderen Schrottflinte ist, aber wir wollten uns nicht beschweren. Hier war, glaube ich, irgendwo was wie eine Münze. Also ich bin schon wieder verkehrt. Ja, hier war die Münze. Ne, der Dietrich. Weiß ich auch gleich, wo wir den einlösen. Natürlich nicht in Safe Room, weil wir werden später vielleicht wieder hierher müssen. Wegen dem Sohn. Also gehe ich ganz hier. Warte, ich hätte eigentlich von der anderen Seite gehen können. Wäre schnell gewesen, aber egal. Gehe ich jetzt einfach so hier rum. Und öffne es so. Und wir haben Flintenmunition. Oi! Ken, na, wie geht's? Schön, dich hier zu sehen. Kommt gerade, wo ich den Vater fertig gemacht habe. Jut, und dir so? Ja, mir geht's auch sehr gut. Jetzt habe ich gerade noch frei. Danach muss ich leider wieder arbeiten am Freitag, aber bis dahin werde ich jetzt täglich streamen. Da bin ich auch schon da. Ja, ich bin schon lange nach dem Essen. Ich habe schon den Vater beseitigt. Komplett. Ja, für alle, die es nicht kennen, habt ihr kein Geschenk für die Freundin? Hier was von Ratio Farm. Ein Videotape. Und die Magnum. Die beste Wumme, die man sich vorstellen kann. Warte. Hier ist eine Münze. Hier ist ein kleines Fötchen. Ich
gerade ein bisschen lang sind, dann kann man sich's auf YouTube pausieren und dann durchlesen. Was haben wir hier drin? Ey! Es gibt doch noch normale Leute. Natürlich hole ich mir jetzt die ganzen Münzen raus, um die da auszugeben. Skorpionschlüssel brauche ich nicht. Mir brauche ich auch nicht. Defekte Pistole, die packe ich gleich rein. Die ist zwar besser als die normale Pistole, aber ich hab noch nichts, dass ich die nehmen kann. Ich brauche 9, ich habe 6. Insgesamt. Sorry, ich brauche eine Wumme, die wirklich was kann. So, und 3 fehlen noch. Was? Ach ja, das habe ich schon gelesen. Du bist kein Mod mehr, weil du eigentlich zu selten da bist. Deswegen habe ich dir Mod weggenommen. Meine Mod ist eine große Verantwortung und da brauche ich jemanden, wenn jemand Mod ist, der auch jeden Tag, halt jedes Mal beim Stream oder fast jedes Mal dabei ist. Aber hey, ich habe mein Ziel fast erreicht. Ich habe bald VIP. Ja, Somo, du hättest die Verantwortung, aber jetzt. Du schläfst die meiste Zeit. Oder zockst. Aber, ja. Ja, jetzt ruf die an. Was willst du? Lass mich doch kurz fertig reden. Du kannst warten. Du lebst noch. Du bist ja, ich lebe noch. So weit geschafft hat. Ja. Also, was soll ich für dich machen? Ich bin nicht der Erste. Hilfst du, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann nicht, wie ich es aus mir rausbekomme. Was sie rausbekommen? Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Für Abtreibung bin ich hier nicht zu haben. Es ist aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Ja. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Das auch. Ey, warte mal, Ken. Nach dir. Ich habe jetzt bald das mit Affiliated freigeschaltet. Und vor Affiliate habe ich VIP freigeschaltet. Das heißt, ich werde hier gewisse Leute zum VIP machen. Das heißt, du kannst auch dabei sein. Genauso wie Soma. So, komm her. Das habe ich noch gewusst, dass da was drunter war. Also VIP bist, seid ihr dann ober den normalen. Krass, Abtreibung, 18 Jahre danach. Ja. Weißt du, wenn es nicht raus will, dann muss es weg. Ich bin hier aber auch richtig vollgemüllt. Warte, was macht denn das Blaue? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen? Ich sehe schon, wenn ich einen Scheiß baue, kann ich das nutzen, um den Scheiß rückgängig zu machen? Weil das funktioniert nur einmal. Weil ich jetzt aber keinen Scheiß bauen will, tue ich das zurück. Ja, geh gleich aus Prinzip raus, weil. Saui und so. Benutzt du dich jetzt wie ein kleines Kind so? Wenn ich das nicht haben darf, dann mache ich das so. Ach komm schon, Ken, nicht sauer sein. Du hättest das gleiche gemacht. Ja.
So, das war, wo wir vorhin videotaped waren, diese Stelle. Und ich freue mich abnormal, dass ich hier nicht wieder hin darf. Ich will hier auch nicht. Habe ich eine... Ach so, dachte ich, habe so eine Puppe gehört. Seine zum Zerstören. Lecker, Käfer. Was gibt's als Nachtisch? Ich weiß noch, ich hasse diesen Part. Spinne, was gibt's als Nachtisch? Spinne, richtig. Ne, hätte ich nicht. Fuck you. Nein. Weg hier. Es gibt hier mehrere Sachen, die ich hasse. Erstens den Flammenwerfer noch nicht fertig zu haben. Zweitens diese lässigen Ungeziefer. Drittens, ich freue mich schon auf die Flammenwerfer-Munition. Ey, Packpack. Und schon wieder das Speicherpunkt. Jetzt habe ich mehr Platz, definitiv. Zweitens, keine AK-47. Ja, die habe ich leider nicht. Sonst wäre ich da durchgegangen und hätte Rambasamba gemacht. Aber man kann sich im Leben ja leider nicht alles wünschen. Und Ken, wenn du noch da bist, hattest du einen schönen Rutsch gehabt. Schön wach geworden. Ich weiß, dass ich da hinten hin muss. Für den scheiß Flammenwerfer. Aber ich will nicht. Nö. Keinen schönen guten Rutsch gehabt. Fuck! Ich mag das nicht. Ich weiß, wenn ich hier hingehe, dann muss ich rennen. Rennen! Ach, Herr lieber Gott, gib mir einen Flammenwerfer. Dich habe ich gesehen. Wow. Komm, rein mit uns. Mach die Tür zu. Heute schläft ihr draußen. Warte, jetzt müsste ich doch den Flammenwerfer fertig machen können. Ja. Machen wir das gar mal aus. Hatten wir hier noch was an der Decke?
Okay, wische ich hier so nicht. Komm, stirbt. Ich nehme alles, was... Nein! Ich nehme alles, was mich selbst heilt und verschwende es. Richtig, so machen wir das. Hier, verschlossene Tür. Mit Fire Aspect von Minecraft. Ja, immer schön einen Warnschuss abgeben. Lieber vorher einmal gestochen zu werden, als den Chaos zu machen. Ja, fuck. Ich bin kein Freund von den Dingern. Wie kann ich jetzt Flammenwerfermunition herstellen? Das habe ich immer noch nicht gelernt. Andere Frage, wo ist denn die nächste Flammenwerfermunition? Ich kann mir sowas herstellen, das ist verdingungsweise sehr gut. Aber warte, hier haben wir noch Brennstoff. Den kann ich vielleicht nutzen. Spaltmittel brauche ich gerade nicht. Kraut. Habe ich gegessen. Mahlzeit. Hat's geschmeckt? War's gut? War's gesund? Bekomme ich auch was ab? Ein bisschen Flammenwerfermunition? Oder hast du mir nichts übergelassen? Ene, mene, mö. Ich gehe lieber hier hin zuerst. Auch wenn ich das Gefühl habe, als wäre das eine... Oh fuck, ich hab nicht nachgeladen! Ich weiß, dass hier ein ist. Töte es. Und das Nest ist weg. Dann gehen wir mal hier runter. Mal schauen, was sich hier verbirgt. Diesmal sogar mit mehr als beim letzten Mal. Letztes Mal habe ich hier die meisten Items verschwendet. Ethan? Ja, Mia? Ich bin's! Ethan. Ich bin vom Einkaufen zurück. Ich weiß, man glaubt es nicht, aber ich bin's. Erzähl kein Mist mehr, Mia. Also ich muss hingehen. Ich weiß, du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Ja, ich hätte eigentlich was dagegen. Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Diese Hilfe! Verdammt. Sag mir, was ich tun soll, dann mach ich's. Alter, immer kein Respekt vor dem Alter. Eieiei, ich liebe dunkle Ecken. Ich weiß, warte, habe ich die Münze schon? Ja, ich habe die Münze schon. Nein, nicht Shotgun.
Ach, jetzt kommt diese Stelle. Leck mich! Nein! Ich bin kein Schwanzlutscher, das bist du! Ja, ich mein, würde das Gameplay jetzt ein bisschen ändern? Es ist jetzt so schlimm, wenn es jetzt nicht abfackelt. Warte, hier habe ich ja noch ein Kraut, oder? Habe ich ein Kraut? Ja, natürlich habe ich ein Kraut. Machen wir uns gleich Heilung. Wieder falsch rum. Nee, hat nicht funktioniert. Ja, jetzt stimmt's aber. So, Mami, du kannst mich mal. Ich bin weg. Mist! Tom, Scheiße! Ah, wie ich das liebe. So richtig viele Insekten. Gleich mal hier schauen. Bitte Flammenwerfer-Munition. Nein, aber dafür Pellen. Und eine Chemikalie. Erwischt. Wieso habe ich jetzt so viele Chemikalien, aber nichts, was ich damit machen kann? Vorher war es genau andersrum. So wurden die Powerpuff Girls gemacht. Ja, richtiges Game. Wir spielen nicht Resident Evil, wir spielen Powerpuff. So. Fick dich. Sie ist oben. Geh nicht hin. Hast recht. Plan, wie man Flammenwerfer zusammenbaut. Habe ich auch ohne den Plan geschafft.
Ich meine, dafür habe ich... Bin ich hier hoch? Da schaue ich einmal kurz auf den Chat und ich hier hin. Kaum bin ich 1 Millimeter daneben. Nee, das Ding ist immer noch da. So. Dann werde ich wohl diesen Weg zurückgehen. Dünne Schächte, das Game. Oder dünne Wege, oder dünne Ding, oder da 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 da. Ich kann zweimal Schießpulver machen, aber ich will das nicht wegtun, falls ich... Flammenmunition herstellen kann, weil normale Munition habe ich jetzt. Okay, was wir nehmen? Eins her. Das tue ich zurück. Komme ich gleich noch eins. Die Pillen heben wir uns für später auf. Die Münze auch. Was wollten wir tun? Ja, stimmt. Mir wäre Heilung zwar lieber, aber man kann sich in Leben ja leider nicht alles wünschen. Alles, was ich mir wünsche, wäre ein Flammenwerfer. Mann, es ist penetrant. Jetzt kann ich diesen Weg wieder zurücknehmen. Weil ich da nicht durchkomme wegen ihren Kindern. Und weil ich keinen Flammenwerfer habe. Wieso schieße ich? Wollte eigentlich kurz nur meinen Kopfhörer richten. Währenddessen gebe ich schon Warnschuss aus. Die Leute, die werden sich fürchten vor mir. Die Kinder kommen bestimmt dem Vater ähnlich. Ja, der Vater, der richtig aggressiv ist und alles aushält. Und dann noch die Kinder. Ich weiß, dass du da hinter der Tür bist. Ich höre deine Lampe. Fuck, falsche Richtung. Ja, fick dich. Bin ich falsch abgebogen? Mit euch. Weg mit dir. Yay, Heilungsmittel.
Ich hab den Schlüssel. Was war das? Ach so, Flammenwerfermunition. Und eine antike Münze. Ich hab das hier und das Lädchen lebt immer noch. Ich sagte, ich hole das Ding jetzt runter. Habe ich noch Flammenwerfermunition? 20 Schuss. Das war keine gute Idee. Alles, was ich tun muss, ist zurückgehen. Du weißt, dass du nicht Gott bist, der durch Wände schießt. Ey, ich hab sie getroffen. Nur sie hat mich entdeckt. Das habe ich nicht gedacht, dass sie so schlau ist. Was steht hier? Boah! Fuck! Der Boden bricht ein! Nimm das, nimm die Pumpgun des Lichts. Ah, fuck, ich hab nicht nachgeladen. Fuck. Alter, diese Frau. Fuck, ich komm da nicht durch. Die ist einfach zu fett. So, bleib liegen. Bleib am Boden. Komm nicht wieder. Was steht hier?
kurz mal dringen lassen, damit man es wieder auf YouTube pausieren kann. Ich glaube, das ist es. Guten Tag, bin wieder da. Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ich brauche keine Warnung, ich bin schon gut genug. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf. Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ja, eine Wudepuppe. Ah, hier kann man in die Lade gucken. Oh, Flammenwerfer liebe ich. Ist ein schönes Geschenk. Und die letzte antike Münze für die Magnum. Hoho, jetzt kann ich mir die fette Mumme auch holen, nur ich habe keine Munition dafür. Leider noch nicht. Warte, ich will da jetzt noch nicht rein. Und die scheinen anscheinend immer noch zu leben. Hier scheint keiner wirklich zu sterben. Natürlich will ich mir hier noch mit den Pillen umschauen. Ja, zumindest beim ersten Mal nicht. Die Münze kann ich wegtun. Die Kugel behalte ich mir. Ja, die behalte ich fürs Erste. Die Pellen nehme ich gerne zu mir. Schießpulver lasse ich währenddessen. Heilung habe ich währenddessen noch genug. So, dann gehen wir mal durch und schauen, was wir alles übersehen haben, bevor wir weitergehen. Wow. Das ist schon die erste Sache. Flammenwerferbenzin. Hätte uns vielleicht die Sache ein bisschen einfacher gemacht. Wie wird man die Viecher am besten los? Ach, nimm Flammenwerfer. Und hier haben wir auch noch was.
Alter, hört auf, mich zu sprengen. Ey, Kraut. Hätte ich hier gleich mit Nein gesehen. Das hätte alles ein bisschen schöner gegeben. Bisschen Munition. Sagt man auch nicht Nein dazu. Also ich zumindest nicht. Ach hier, da hinten ist es. Farbbrennstoff, das brauche ich also, um das zu machen. Okay, das behalte ich mir im Hinterkopf. Und hier war irgendwas. Okay, hier in der Schublade, wie ich weiß. Und noch ein Farbbrennstoff. Das heißt, wir können uns ein paar Kanister an Flammenwerfermunition machen. Ja, will ich eh nicht behalten. Wir brauchen schon Flammenwerfermunition. Nee, warte. Farbmunition ist nicht für einen Flammenwerfer. Das ist doch für einen Granatenwerfer. Bin ich doof? Bevor er jetzt antwortet. Ja, ich weiß, ich bin doof. Die Kurbel kann ich fürs Erste wegtun. Magnum-Muni kann ich auch fürs Erste wegtun. Okay, nee, ich kann mir noch eine Heilung herstellen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Nehmen wir den im Hinterkopf. Ach so. Ja, so kann man es auch sehen. Wie lange streame ich schon? Ich streame schon seit einer Stunde das Game. Das heißt, wir haben noch genug Zeit, dass wir da weiter streamen. Tatsächlich, mit einem roten Zeug kann ich ein Granatenwerfer-Ding machen. Du, ja, ich habe noch genug Zeit. Morgen in der Früh um 4, ich habe noch genug Zeit. Kein Stress. Okay, das war nicht hier. Das wäre dann hier. Eklig. Was zum Teufel? Das ist neu. Solla. Jetzt sind wir hier wieder beim normalen Haus. Mache ich hier gleich mal auf. Jetzt geht's. Kann ich mir gleich die Münzen holen und mir die Waffe kaufen? Habe ich hier die beste Waffe, die es gibt, die Magnum. Killt alles mit ein paar Schüssen. Halt nicht mit ein paar Schüssen, aber die braucht am wenigsten Schüssen von allen Waffen. Soweit ich weiß. Flüssige Chemikalie. Habe ich zweimal. Warte, was wollte ich noch machen? Spaltmittel. Nein. Die Grenzschlüssel werden wir jetzt eh nicht mehr brauchen fürs Erste. Führerschein. Bisschen Pistolenmunition könnte ich noch machen. Aber ich habe die Mark jetzt ja eigentlich. Jetzt kann ich die nachladen. Die Frage ist nur, soll ich
Soll ich schon die Munition für den Bosskampf schon verwenden oder soll ich mir die aufheben? Ach, ich heb die auf. Ey, wieso tue ich die andere Pistole rein? Etwas Spezialmunition wäre nicht schlecht gewesen. Wie sieht's für mein Leben aus? Ich bin bei Gelb. Also nicht so schön. Schauen wir uns aber mal hier im Vorgarten rum. Kann ich natürlich nicht rauf. Verschlossen von der anderen Seite. Spaltmittel. Etwas für einen Granatenwerfer. Kann ich mir Leben herstellen? Das wäre gut. Ja, ich glaube, die Farbstoffe kann ich wegtun. Das gerade nur, weil ich keinen Granatenwerfer habe und keine Spaltmittel, dem ich das herstellen kann. Und sogar ein Schatzfoto. Also ich muss so zurück, also durch gleich in die Kiste. Warte, hier war das. Was habe ich gefunden? Munition. Was für Munition? Magnum. Okay, ich weiß, es kann ein bisschen Verschwendung sein, aber ich glaube, ich nehme mir eine Magnum mit. Fürs erste zwei Chemikalien für Heilung. Habe ich wieder mehr Platz. Und dann noch eine schöne Magnum, die ich hier ausrüsten werde statt dem Messer. Weil, wenn wir schon gegen den kämpfen werden, will ich wirklich gut vorbereitet sein. Und ja, Messer kann stark sein, aber ich nehme da lieber eine Pistolenkraft gegen das Ding. Achso, jetzt kann ich Granatenwerfermunition herstellen. Danke, dass ich das übersehen habe. So, dann speichern wir kurz ab. Habe ich auch kurz vergessen. Hey Laura, na, wie geht's? Wie geht's, wie steht's, Laura? Du kommst gerade rechtzeitig zum Bosskampf, den wir gleich haben werden. Gegen die Mutter. Dann ist dieser Part fast abgeschlossen. Einbrecherin. Meinst du jetzt gerade Laura mit Einbrecherin oder wen meinst du? Ja, mir geht's auch gut. Muss zwar am Freitag wieder arbeiten, wo ein Feiertag ist und sehr stressig ist, aber springen wir mal ins Verderben. Flammenwerfermunition habe ich 206 mit. Ob das genug ist, weiß ich nicht.
Psychopillen. Kann gut sein, um hier nochmal zum Schluss aufzuräumen. So. Ja, die Tür kann ich jetzt öffnen. Schön die Insekten wegmachen. Schön den Spaß hier genießen. Und ich habe ein volles Inventar. Das Spiel ist ja mega unrealistisch. Was erwartest du von Resident Evil? Flintmunition. Das könnte ich einsetzen, will ich aber jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Achso, ich kann beides machen. Mann, sag das doch. Fuck. Und los geht's. Oh, guten Tag. Ich gehe jetzt wieder zu meinem Battlefront. Wie heißt es so schön? Vertrautes Heim, hier kämpfe ich allein. Ah, hat es wehgetan? Kann ich dir glauben, dass es wehgetan hat? Autsch, das hat auch wehgetan. Das kann ich mir auch glauben. Es gibt keine Kommen, Stadtjunge. Au! Fuck! Also wie viel Schaden macht denn die? Fuck! Also sorry, falls ich kurz den Chat nicht lese, aber da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, Tatsamami. Wie viel Heilung habe ich noch? Ein bisschen was. Hier bin ich. Ach so, da bist du.
Was machst du da? Nein, nein, nicht dich verschicken! Bin ich doof? Schrei so viel du willst! Fuck, die wird schlauer! Ich habe noch Mummel mehr und das werde ich nicht so schnell wegtun. Immer schön rein da. Achso, die ist oben mir. Na, wo ist sie denn? Hör auf, das ist eklig. Lass mich mal kurz heilen. Ja, in jedem Fall bla bla bla. Autsch! Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Ah, fuck! Du verstehst ihre Gabe nicht mal! Gerade ein bisschen scheiße. Ich muss rauf. So kommen. Ja, moin, Blue Fox. Was hast du denn gefragt, Laura? Das habe ich gerade nicht gesehen. Also ich sehe es auch gerade im Chat nicht. Nein, ich bin nicht auf Discord, jetzt habe ich es gefunden. Ich bin auf PlayStation. Später bin ich aus Discord. Voll die Eierstöcke, da will man wohl etwas sexy zeigen, nur ein bisschen. Ja, wie man sieht. Und wie man sieht, habe ich schon Probleme wieder mit dem nächsten Boss. Und ich hätte jetzt wirklich gerne einen Granatenwerfer. Was mir gerade einfällt, was ich tun kann, bevor ich zum Boss gehe. Außer ich habe jetzt verkackt und ich stecke jetzt da fest. Vor dem Bossraum. Ja,
Ja, Wedge Good geht auch, aber ich kennte eigentlich den anderen Schlüssel neben den Rabenschlüssel und im Haus noch ein paar Türchen durchsuchen. Was, wer hat einen Anfall? Ich habe einen Anfall. Und diese eine da. Ja, ich kann noch raus. Ich kann meinen Arsch noch retten. Nicht Aktenkarte. Zöller. Gibt es sicherlich eine Tür im Haus. Es wird sicher nicht nur für die eine da gewesen sein. Bin ich mir sicher. Kann ich sie nicht sehen, was da ist? Garage ist zugesperrt. Waschraum haben wir auch nicht. Eins weiter oben. Hier haben wir einen Schlüssel, aber das ist der Schlangenschlüssel weiter unten. Hier haben wir einen Schlangenschlüssel. Wirklich kein Krähenraum? Dietrich. Ja, hier war ich nur im Altar. Hier ist ein Dietrich. Welches Haus will ich eigentlich nicht hin? Also haben wir hier wirklich schon alles fertig. Spaltmittel könnte ich gebrauchen. Festbrennstoff. Warte. Ja, wenn wir das jetzt wirklich brauchen, nehme ich das hier mit. Nein. Und ein paar Brennstoff und mach mit raus. Nein, dann tue ich das weg, weil ich habe keinen Granatenwerfer, also noch nicht. Komm, wir müssen eins davon machen. Ich habe sonst nichts anderes. Also, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Heilung sieht jetzt nicht so besser aus. Vielleicht sollte ich auch die Pillen nehmen, um nebenbei, wenn ich fast am Arsch bin, mich noch ein bisschen retten zu können. Hier ist eine Kleinigkeit. Hier haben wir nichts. Immer schön alles durchsuchen. Ach, da kommen wir dann wohl von außen rein. Also im Kampfgebiet. Ich liebe Spinnen. Perfekt, ist offen.
Kann ich da irgendwas machen? Ach, hätte ich Schießpulver genommen, hätte ich mir eine super Munition machen können. Aber hier liegt sicherlich irgendwo Schießpulver rum. Darauf kann ich irgendwie Gift nehmen. Keine Sorge, die tut sehr weh, die Waffe. Ich werde dich kriegen. Erst wird's. Wieso spring ich runter? Nein! Nicht weggehen, Kleiner! Bleib doch hier! Ich will nicht gehen und ich bin auch nicht klein. Das wirst du gleich rausfinden. Sagt er uns statt. Na, wo bist du denn? Ein kleiner Winter. Du weißt, ich werde dich nicht finden. Ja, verpiss dich. Warte, das wäre jetzt das Ding, wo ich... Nein. Messer als Magnum. Zum Magnum am Ende, weil... Jetzt, wo sie kurz nicht da ist, kann ich ein bisschen rumgehen. Ein bisschen Sachen sammeln. Hier haben wir Heilung, hier haben wir Kraut. Muss ich mir merken. Hier haben wir Brennstoff, den kann ich gleich mitnehmen. Da ist sie. Bleib unten. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, Junge. Bist du dir sicher? Nein, nicht stehen bleiben. Wow, fuck.
hoch. Ach, da unten. Ja, kletter auf. Oh doch, ich habe sehr viel Angst vor Mädchen. Ich dich auch nicht. Wie heißt es so schön, ab und zu muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und ich sag's dir, ja, ich werde auch die Pumpgun nutzen. Oh fuck, da trifft sie doch. Hier habe ich schon alles geblendet. Ach nee. Was? Kann schon, wir müssen schneller sein als sie. Ah, fuck. Oh ja, ich hab was dagegen. Oh fuck, ich kann die Tür nicht schließen. Was ist durch Scheiß auf die Jenseits? Nein! Du verstehst ihre Gabe nicht mal! Oh fuck. Weg da!
Warte, was? Doch einfach tot, okay? Ach so! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Finally. So, haben wir Zeit, dass ich hier ein bisschen blinder. Hier haben wir noch. Wenn nicht mehr. Alter, ist das ein. Ja, hast recht, spring runter. Ist alles okay. Danke für die Lampe. Dankeschön. Oben wollte ich mir noch ein bisschen umsehen. Aber ja, ein etwas intensiver Kampf, muss ich sagen. Und trotzdem habe ich ihn fertig gemacht, das war. Achso, es wird das Tor da unten gewesen sein. Tap, dann hopfen wir mal runter. Pistolenmunition könnte ich gebrauchen, aber ich habe keinen Platz. Was kann ich denn machen? Ich kann Flammenwerfermunition herstellen. Jetzt habe ich wieder Platz. Jetzt kann ich wieder das mitnehmen. War vielleicht ein bisschen eine Verschwendung, aber gut. So. Würde ich sagen, speichern wir kurz, bevor wir weitergehen. So, da. Gespeichert haben wir. Hier haben wir alles bis jetzt gemacht. Münzen habe ich da welche? Nein, nicht. Die Magnum kann ich währenddessen wegpacken. Die. Damit kann ich gerade nichts anfangen, muss ich ehrlich sein. Ein bisschen eine Heilung wäre gut. Wie viel habe ich denn noch? Noch zwei komplette Heilungen, die ich mir aber aufnehmen werde. So, jetzt müssen wir jetzt hier wieder hin. Ja, das habe ich schon aufgesperrt. Und weg ist. Jetzt haben wir schon durchgelesen.
Puppe. So. In diesem Part waren wir noch nicht. Family. My Family von Evelyn. Okay, weil es zeigt mir das wieder an. Haufen Puppenköpfe. Teddybär. Ach so. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Was du nicht sagst. Bleib fort. Ach so. Und jetzt haben wir einen Arm. Und nein, ich will nicht fortbleiben. Jetzt habe ich es, was ich will. Und es ist komplett finster. Oh fuck! Jetzt geht's los. Out.
What the fuck? Intensiv die Stelle. Wie ich mir schon dachte, dass es immer intensiver wird. Ja, perfekter Zeitpunkt, um anzurufen, wenn da ganzen Monster waren. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Salam. Der Stream ist jetzt eh schon fast 2 Stunden lang. Wir kommen gut voran mit dem Spiel. Sehr gut sogar. Zur Hölle bist du? Ja, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Doch, es ist meine Sorge, also, um ehrlich zu sein. Wenn du einen Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich! Welche Aktivität? Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Warte kurz. Okay, da zeigt es mir an, dass ich noch live bin. Jetzt muss ich kurz was kontrollieren. Das ein bisschen komisch ist. Komisch. Sehr, sehr, sehr komisch.
Warte, dann beende ich jetzt mal den Stream.